mir mal ein Lokomotivführer, ein ganz alter Lokomotivführer geraten. Der hat zu mir gesagt, immer rechtzeitig Dampf ablassen, kann nie eine Kesselexplosion vorkommen. Wäre mir beinahe ihretwegen passiert. Ach, das ist ein Mensch. Der kennt alles, der sieht alles, der hört alles, der weiß alles. Bildet sich ein, dass alle Frauen umfallen, wenn er irgendwo pompös auftritt und redet und redet und redet und lässt keinen anderen Menschen zu Worte kommen. Ach, ich hasse das, wenn Menschen immer so sprudeln. Apropos Sprudel, ich habe wahnsinnigen Durst. Ja. Naja, also gehe ich jetzt in die Bar. Vielleicht ist da auch ein bisschen ruhiger und ich treffe meinen Bobby. Bye, bye, au revoir, auf Wiedersehen. Weg ist sie. Und hat mir nicht gesagt, warum ich mich in Acht nehmen soll. Wie findest du das Studio? Süß, was? Herrlich. Wenn man hier ist, kann man gar nicht mehr... Was? Süß. Sehr geschmackvoll. Wie kann Jacques endlich seinen großen Rundpreis vorbereiten? Talentierter Junge, dein kleiner Jacques. Und ich werde nie vergessen, was du für ihn getan hast, Andy. Unsinn, was ich für ihn tue, tue ich für euch. Für Liliane. Lass doch. Hat doch immer schon für dich ein Febel gehabt. Wer weiß, wie innig wir befreundet sind. Les amis de mon ami sont mes amis. Lieber Armand, wenn ich sagen sollte, dass Ihre Freunde meine Freunde sind, Ihre Kollektion ist ein bisschen reichhaltig. Armand hat Ihre Freundinnen gemeint. Da gibt's allerdings weniger Auswahl. Henri! Lass doch. Ich bin stolz darauf, dass mich die Frauen nicht mögen. Vermutlich aus demselben Grund, der sie den Männern verhasst macht. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du, das weißt du doch. Die hat sie auch noch keinen Mann weggeködert. Nein. Zwischen Armand und mir kann es solche Dummheiten nicht geben. Nicht wahr? Sie ist schön, lebenslustig und sie gefällt. Grund genug, dass andere Frauen eifersüchtig sind. Und gewisse Männer. Man kann nur auf das eifersüchtig sein, was man liebt. Sie hassen mich. Armand. Ich liebe sie, das wissen Sie ganz genau. Geniert mich nicht, es vor Liliane zu gestehen. Ich finde das empörend, dass sie das vor ihrer Geliebten sagen. Lass doch! Orliac ist Orliac. Und ich bin nur Liliane. Du sollst malen. Herrliche, aufsehenerregende Bilder malen. Berühmt werden, damit ich stolz sein kann auf dich. Künstler dürfen nicht heiraten, müssen frei bleiben. Frauen sind unberechenbar, launisch, eifersüchtig. Aber du? Ich bin noch viel schlimmer als alle anderen. Muss ich nicht nach Hause gehen? Geh doch bitte, bitte. Später, ich komme nach. Amor, liebst du mich? Du bist ein unartiger Junge. Geh. Von Sie die Kapitän? Mit seiner noch einen Cognac? Nein. Doch, mir einen doppelten Cognac. Hier mal Cognac. Du machst Armand keine Freude mit dem vielen Trinken. Ja. Naja, was denn? Moment mal. Suff verstehe ich überhaupt nur bei Menschen, die Kummer haben. Ich denke, du bist glücklich. Ja, ich bin glücklich. Du hast recht. 100-mal recht. Ich bin glücklich. Ja. Guten Tag. Bleibt da, ich erzähle euch den neuesten Skandal. Ach, dass Sie immer von sich reden müssen. Ach. Du hattest mir doch versprochen, nicht zu diesem Fest zu kommen. Ich konnte wirklich nicht anders. Orliac befiehlt und du gehorchst. Mir befiehlt niemand und ich gehorche niemand. Außerdem hasse ich Eifersucht. Ich lasse mich nicht mehr narren, Armand. Exzellenz, ich staune. Eine kleine Überraschung für meine europäischen Gäste.